Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute wird mal wieder gekocht bzw. gebackt. Und zwar habe ich da dieses Buch von der lieben Malwanne Vanessa. Und was gibt es heute Geiles? Für den Anfang hätte ich mir gedacht, machen wir ein Lembersbrot von Herr der Ringe. Und ja. Jetzt habe ich hier meine Kamera. Hier haben wir eine Kamera, da eine Kamera. Und ja, was ist der erste Schritt? Mehl, Haferflocken, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermischen. Mehl, da haben wir Mehl und 1 Gramm Haferflocken brauchen wir. Zu wenig Haferflocken. Gott sei Dank, Haferflocken! Yes! Okay. Scheiße. Das ist. Jetzt überall, das ist überall. Fuck! Scheiße! Oh Gott, das sind überall Haferflocken. Ich meine, jetzt ist das schon wurscht, du. Scheiße, Leute. Ich hau jetzt einmal die ganzen Haferflocken am Boden. Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig. Okay. Die Haferflocken sind aufgekehrt. Okay, jetzt haben wir für den kurzen Zwischenfall, jetzt wird weiter gekocht, du hier. Yeah. Oh, scheiße, shish. Da ist Mehl. Mehl. Haferflocken, die kommen da rein. Ohne, dass man es komplett ausschüttet, bitte. Hallo. Dann, hier geben wir noch ein bisschen Backpulver. Hauen wir alles rein, ich mein, wir machen da keine Reste, gell? Was ist das? Belichtungskorrektur. Ich hoffe, das nimmt jetzt auf. Ja, riecht nach Salz, okay. Das schaut dann so aus. Und was soll ich damit machen? Vermischen. Vermischen, 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 vermischen. Okay, da haben wir es. Das schaut schon mal sexy aus. Das guckt dann so. Was brauchen wir? Wasser rein. Was brauchen wir noch? Etwas Sahne. Die Zutaten schreibe ich dann in die Beschreibung. Wie viel was? Und dann, was ist da gestanden? Was ist da gestanden? Wasser, Butter. Die Butter kommt auch hier rein. Komm schon, Butter. Buttergeschmack. Es ist so klebrig. Okay, klebriger Spatel, gell? Ich bin klebrig! Okay, liebe Leute, so, der Teig soll so flüssig werden. Der Teig wird sehr flüssig werden, das soll also sein. Leute, es schaut nicht flüssig aus. Es schaut nicht flüssig aus. Egal, Teig für mindestens eine Stunde abdecken. Okay, ich tue da jetzt noch ein bisschen mixen. Ein bisschen wichsen. Haha, wichsen. Und dann decke ich den Teig auf. Also, so soll das nachher ausschauen.
Bin ich gespannt. Okay, Leute, wir sehen uns in einer Stunde. Jetzt muss der Teig nämlich fertig werden. Bis gleich. Da ist unser Teig. Unser Lembersteig. So schaut das Schlachtfeld aus. Okay, jetzt warten wir mal 25 Minuten und dann schauen wir, ob das Lembersbrot irgendwie zum Retten war. Dann schauen wir mal. Bis gleich. Hey Freunde, das ist das Lembersbrot von der lieben Malwanne aus Herr der Ringe. Und so schaut mein Lembersbrot aus. Also, ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat sie. Das ist übrigens gratis Werbung jetzt. Ich meine, ich habe mich sogar... gratis Werbung für die Vanessa, weil das sind echt coole Rezepte. Ich habe halt ein bisschen ein Fail-Cooking gemacht, aber eins muss ich euch noch sagen. Ein Biss von einem Lembersbrot kann im Magen eines erwachsenen Mannes füllen. Das schmeckt nicht schlecht. Aber ich habe bröselig und man braucht was zum Trinken dazu. Ich werde dann auch schlecht sein. Aber schlecht ist auf jeden Fall nicht. Gehen wir mal wieder ein Kochvideo machen. Vielleicht knappt es beim nächsten Mal ein bisschen wohl. Ganz ehrlich. Oh, jetzt hat es zerbrochen. Aber ich zeige euch ein Stück her. Dieses Lembersbrot schmeckt ganz geil. Und es schaut auch sehr ähnlich aus. Also Mission geschafft. Cooking like a Pro. Ja, Fail Cooking, aber ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, Leute. Hallo, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich höre gerade zur Entspannung Mozart. Oder auch Mozart. Auf jeden Fall, ich würde mich riesig über einen Kommentar, Like und ganz besonders über ein Abo freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, also Daumen hoch. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen, die Beleuchtung in diesem Video war leider etwas schlecht. Aber ich werde schauen, dass im nächsten Video das wieder in Ordnung geht. Ja, also, wer eine Entspannung braucht, Mozart, Beethoven, die Klassiker, Vivaldi, helfen auch beim Lernen. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber irgendwie kommt man mehr in einen Redeschwall, wenn man klassische Musik hört. Okay, liebe Freunde, das war's aber auch schon wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und eine schöne Woche nächste Woche. Ja. Eine schöne Zeit einfach. Ciao, ciao.